Und wenn mich einer fragt, wie das mit den Upload-Filtern ist, da sitzt also so ein Zensurroboter, der im Sinne des Springer Verlages unterscheidet, wer was in dieses Internet hochladen darf. Also ich weiß ja nicht so genau, ob sich zum Beispiel die Bild-Zeitung in der Zeit seit meinem Ableben in ein Qualitätsmedium verwandelt hat. Aber wenn ich mich nüchtern entsinne, ihr wart's feste Plärmpeln, beziehungsweise für unsere deutschen Mitbürgerinnen, Dumpfbacken, euch sowas aufdrucken zu lassen.